Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Rareguide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Rosting Prinzen und den finden wir einmal auf den Koordinaten 58, 59 in Mechagon und diesen brauchen wir auch für das Mechagon Achievement, wo wir alle Rares unboxen müssen und zwar finden wir das unter Erkunden, dann Battle for Azeroth und dann müssten wir es hier haben. Ein Kolben kürzer und da ist quasi auch der rostige Prinz mit drin. Wie finden wir den jetzt genau? Und zwar bin ich hier einmal zeitverschoben, also in der Zeitverschiebung, quasi in der Variante, wo der Rostbolzenwiderstand verloren hat und quasi hier ganz Mechagon übernommen wurde. Jetzt ist es so, dass wir hier über zwei Wege herkommen. Weg Nummer 1 ist, wir quatschen einmal mit Chromi. Die ist immer nur alle paar Tage da. Die gibt dann auch hier so ein paar Dailies, dass wir in diese Zeitverschiebung reinkommen. Und immer dann, wenn Chromi uns quasi hier hinportet, ist der rostige Prinz nicht da. Wir müssen quasi einmal hier in diese Zeitverschiebung kommen, ohne dass Chromi uns hier hinbringt. Heißt, wir brauchen einen anderen Weg. Und zwar ist der andere Weg ein Item, das nennt sich persönlicher Zeitverschieber. Und mit diesem persönlichen Zeitverschieber können wir immer nach Mechagon kommen in die andere Zeitzone, auch wenn Chromi nicht da ist. Heißt, wenn Chromi nicht da ist, müsst ihr diesen persönlichen Zeitverschieber einsetzen, dann in die andere Zeitzone kommen und dann dementsprechend ist der rostige Prinz eigentlich immer da. Klar, er hat dann wahrscheinlich so eine Viertelstunde, halbe Stunde Respawn-Zeit, aber dann kann er da sein. Wenn Chromi dort ist und die Dailies gibt, gibt es den Typen quasi hier nicht. So, jetzt die nächste Frage. Wie kriegen wir den persönlichen Zeitverschieber? Wenn ihr das Chromi-Event habt, ist es so, dass ihr hier ganz normal herkommt und dann gibt es hier diese Aufziehgiganten und wenn die da sind, dann könnt ihr die umboxen, die laufen hier überall rum. Hier seht ihr, im ganzen Gebiet rennen die rum. Und die können den Bauplan droppen für unseren persönlichen Zeitverschieber. Den könnt ihr dann bei Pascal abgeben und dann könnt ihr diesen persönlichen Zeitverschieber bauen. Ich meine, es hat zwei von diesen großen Kisten gekostet. Also zwei von den Kisten, wo man hier 250 Einzelteile quasi zusammenfügen muss. Mehr ist es nicht. Wenn ihr den habt, habt ihr drei Aufladungen und könnt es dann immer quasi dann verwenden, wenn Chromi nicht da ist, in die Zeitzone gehen und euch den Prinz farmen. Der droppt übrigens auch ein Toll, dass ich noch am Farmen bin und ja, mal gucken, ob ich demnächst Glück habe, das zu kriegen. Das war's mit dem kleinen Rare Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.